Frische Milch trinken Erwachsene oft nur zum Kaffee. Aber in letzter Zeit gönnt sich der ein oder andere doch wieder Milch als goldene Milch. Ein Getränk aus der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda, das auch Gewürzsommeliere Michaela Bauer für sich entdeckt hat. Die wichtigste Zutat: Kurkuma, die Wurzel einer tropischen Pflanze, ähnlich wie Ingwer. In der thailändischen Küche wird die Wurzel häufig frisch verwendet. In der indischen Küche getrocknet und fein gemahlen. Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, ist dort eines der wichtigsten Gewürze. Wahrscheinlich kennen es die meisten aus der Currymischung. Denn die Farbe vom Curry, die wird hauptsächlich durch das Kurkuma bestimmt. Und so, glaube ich, hat es jeder auch schon gegessen oder in der Küche verarbeitet. Für goldene Milch ist die Wurzel frisch gerieben ebenso geeignet wie getrocknet. Michaela Bauer kombiniert dazu mehrere Gewürze. Traditionell sind die Gewürze ja auch in den Speisen deshalb eingesetzt, weil sie eine verdauungsfördernde Wirkung haben. Ganz klassisch der Kümmel im Kraut oder Kohl. Man hat immer schon die Gesundheitswirkung der Gewürze genutzt. Und nebenbei haben sie natürlich einfach noch ganz, ganz tolle Geschmacksnuancen, wo man seine Speisen auch immer wieder kreativ verändern kann. Und hier ein Rezept für die goldene Milch. Zu 3 Teelöffeln getrocknetem Kurkuma-Pulver reibt man ein wenig Muskatnuss. Dazu noch etwas getrockneter Ingwer, Zimt, Kardamom, am besten frisch zerstoßen, und grüner Pfeffer. Das darin enthaltene Piperin hilft dabei, den Wirkstoff aus dem Kurkuma, das Kurkumin, bei der Verdauung aufzunehmen. Die Farbe ist natürlich auch das, was der Gesundheitsbringer ist, sozusagen. Das Kurkumin, der Farbstoff vom Kurkuma. Und der ist nachweislich sehr entzündungshemmend, antioxidativ. Also der hilft wirklich, auch unser Immunsystem zu stimulieren. Mit warmer, aufgeschäumter Vollmilch wird die goldene Milch traditionell zubereitet. Aus gutem Grund. Kurkumin ist fettlöslich und nur so für unseren Organismus verfügbar. Beliebt sind aber auch vegane Varianten, angerührt mit verschiedenen Pflanzendrinks aus Soja, Hafer, Mandeln oder Dinkel. Weil der Fettgehalt dieser Produkte niedriger ist, sollte man etwas Öl dazugeben. Michaela Bauer trinkt meist die Kuhmilch-Variante, gesüßt mit Agavendicksaft. Ist gut. Sehr fein. Wem das Gewürzemixen zu kompliziert ist, es gibt Fertigmischungen zu kaufen. Kurkuma in Getränken oder in Nahrungsergänzungsmitteln liegt im Trend. Also Kurkuma wird momentan so als Superfood gehypt. Man sagt, Kurkuma hilft gegen eigentlich alles, Alzheimer, Krebs und Magenbeschwerden. Da gibt es aber einfach keine ausreichenden Studien oder Untersuchungen, die wirklich den Nachweis bringen konnten. Also in einigen Produktbeispielen hier ist so wenig Kurkuma drin, dass ich auch überhaupt nicht von einem Effekt ausgehen kann. Also in einigen Getränken habe ich 0,02% Kurkuma. Wenn ich das auf 100 Milliliter rechne, dann sind es Spuren und da werde ich sicherlich keinen Effekt im Körper spüren können. Auf der anderen Seite kann zu viel Kurkuma auch auf den Magen schlagen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt es noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.